Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Kanal-Update. Ja, ich persönlich dachte eigentlich, dass es noch einige Monate, wenn nicht gar Jahre dauern würde, bis wir ein weiteres Kanal-Update haben, da das ja eigentlich nicht so zum Standard auf diesem Kanal gehört. Aber ja, es hat sich doch ein bisschen was getan und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu diesem Kanal-Update. Ja, es ist ja folgendermaßen gewesen, ich habe vor kurzem eine Umfrage gestartet, in der ich von euch wissen wollte, wie zufrieden ihr mit dem Kanal seid. Die Ergebnisse müssen wir jetzt nicht nochmal besprechen, da gab es ja ein extra Video dazu, aber eben dieses Video und speziell die Reaktionen auf dieses Video, die Kommentare, die Chats via Instagram und WhatsApp, die eben dieses Video nach sich zog, die haben mich dazu veranlasst, mich nochmal meinem eigenen Kanal sozusagen zu beschäftigen, was mich wiederum dazu veranlasst hat, einige Dinge zu überdenken und jetzt letztendlich doch abzuändern, und über die wollen wir an der Stelle mal sprechen. Ich habe mir in letzter Zeit, häufig nach der Arbeit, immer mal so 2-3 Stunden Zeit genommen und habe mir meine eigenen Videos nochmal zu Gemüte geführt. Und zwar immer so stichprobenartig, so pro Tag zwischen 3 und 5 Videos, je nachdem, wie viel Lust ich eben hatte. Ich gucke ehrlich gesagt meine eigenen Videos nicht besonders gerne, wenn ich ehrlich bin. Aber wer kennt's nicht, man hört seine eigene Stimme halt nicht so wirklich gerne auf Video oder Tonband, whatever. Und habe ich aber gemacht, und zwar nicht nur die modernen, sondern ich bin wirklich die ganze Zeit, ich habe über 200 Videos auf meinem Kanal mittlerweile, ich bin wirklich von vorne, seit dem Kanal-Reset, so die ersten Videos bis zu den aktuellen Videos durchgegangen in den letzten Tagen und muss sagen, dass ich einige Feststellungen gemacht habe. Also mein Kanal, der stand ja eigentlich schon immer für teure, exklusive Karten oder zumindest für Karten, die etwas Besonderes darstellen, die man eben nicht so häufig sieht, wie zum Beispiel Jump-Karten oder irgendwelche amerikanischen Manga-Promos, die jetzt nicht unbedingt teuer sind, aber dennoch eben relativ exklusiv und selten, zumindest hierzulande oder auf YouTube. Mein Kanal steht auch dafür, zum Beispiel Sachen aus dem OCG innerhalb von YouTube Deutschland zuerst zu zeigen. Dafür greife ich dann auch gerne mal etwas tiefer in die Tasche. Ich sage zum Beispiel nur den Dark Magician in Parallel Ghost Rare, für den ich damals, glaube ich, 70 Euro das Stück bezahlt habe. Mittlerweile ist er ungefähr die Hälfte wert und so weiter und so fort. Ich will mich jetzt hier nicht auf einzelne Beispiele beschränken. Das ist auf jeden Fall das, für das der Kanal eben immer stand und eigentlich noch stehen sollte. Jetzt ist es allerdings so, dass vor 2 Jahren so in etwa, also Ende 2017, Anfang 2018, hat die inhaltliche Qualität meines Kanals nachgelassen, während die technische Qualität gestiegen ist. Das letzte übermäßig krasse Mega-Opening war der 7500-Euro-Ordner vom lieben Michael. Da war die Kameraqualität und alles drumherum noch relativ schlecht. Danach habe ich aufgerüstet. Es gab ein neues Intro, es gab eine neue Kamera, es gab eine neue Umsetzung der Videos, die man mal wieder ein bisschen gewechselt hat, weil ich natürlich in einer Phase war, wo ich viel ausprobiert habe. Aber gleichzeitig ist eben der Inhalt der Videos immer schwächer geworden. Das hat natürlich auch einen Grund, es hat eigentlich 2 Gründe. Über den ersten Grund werde ich nicht sprechen, da eine Erläuterung des Grundes, sagen wir mal, einfach zu weit hinter die Kulissen blicken lassen würde. Das würde quasi so ein bisschen mit mir zu privat werden. Ja, so hat auch viel mit den Finanzen zu tun und darüber möchte ich natürlich tatsächlich hier öffentlich nicht sprechen. Der zweite Grund ist allerdings nicht weniger wichtig, und zwar hat das damit zu tun, dass ich meine Einkäufe immer intervallmäßig, sage ich mal, strukturiere. Und zwar, ich konzentriere mich immer auf unterschiedliche Sachen. Ich kaufe nicht einfach hier, dort, das und überall, was mir gerade zwischen die Flossen kommt, sondern ich habe immer gewisse Bereiche, auf die ich mich über einen gewissen Zeitraum konzentriere. Zum Beispiel habe ich einen gewissen Zeitraum, sagen wir jetzt einfach mal ein Jahr, da kaufe ich nur teure Sammlungen an. Dann habe ich wieder ein Jahr, da kaufe ich nur teure Einzelkarten ran. Dann habe ich wieder ein Jahr, da kaufe ich nur teure OCG-Sachen oder eben OCG-Bulk an. Und dann habe ich wieder eine Phase, da kaufe ich ein Jahr halt nur den ganzen Bulk und das ganze moderne Zeug an, damit ich da eben auch nicht in Verzug gerate, zumindest nicht allzu sehr. Denn ihr wisst, speziell an modernem Zeug mangelt es mir immer, da Konami immer relativ viel auf den Markt haut. Und ich mich ja quasi entscheiden muss, kaufe ich jetzt das alte Zeug ran, das immer seltener wird natürlich. Ich
ich meine, guckt euch mal die Retro-Pack-Karten und so an, die werden ja immer unbezahlbarer. Dark Magician Girl in First, ich bin ja immer noch froh, dass ich meine ganzen Firsts damals, ich habe ja 12 oder 13 Stück, damals für 130 Euro das Stück bekommen habe, die geht ja jetzt schon auf die 1000 zu bald. Und dementsprechend muss ich das quasi intervallmäßig einteilen. Und aktuell ist es einfach so, auch bedingt durch Grund Nummer 1, den ich ja nicht erläutern möchte, dass ich in eine Phase abgerutscht bin, wo ich mich speziell sehr um diesen ganzen Bulk gekümmert habe, den ich ja aktuell auch relativ häufig geschenkt bekomme von meiner Abonnentschaft. Vielen Dank auch übrigens an der Stelle nochmal an alle, die mich da supportet haben und immer noch supporten. Aber ich kaufe mir das ganze Zeug auch immer wieder ran. Ne? Zum Beispiel diesen ganzen Bulk von Creepfan. Da kriege ich immer die zwei Cases und die Super Rares und dann gönne ich mir meistens noch ein paar Ultra Rares und von jeder Secret eine oder so. Das seht ihr gar nicht, da mache ich gar kein Video drüber. Ne? Vor allen Dingen, weil ich das dann halt meistens zu einem Zeitpunkt bekomme, wo halt alle schon ihre Videos zu dem Thema gemacht haben und dann ist das ja ohnehin ohne jedwede Relevanz, weil die Leute sich dann an den Karten schon satt gesehen haben vorerst. Soll jetzt aber auch nichts zur Sache tun. So, und in dieser Phase befinden wir uns tatsächlich seit Ende 2017, Anfang 2018. So, das ist natürlich auch der Grund, warum die Videos von diesem Nimbus des Besonderen, das sie eigentlich immer hatten, zumindest inhaltlich, so ein bisschen abgegleitet sind in dieses Mainstream-mäßige. Ja, ich habe quasi eher das gezeigt, was jeder andere auch gezeigt hat, nur halt in rauen Mengen. Und da will ich weg von, ne? Vollkommen klar. Und ich habe auch damit schon angefangen, und zwar mit dem letzten Opening. Ihr wisst, ich öffne eigentlich prinzipiell nur Dinge, die was Besonderes sind. Ab und zu hier und da mal was Normales. Ich habe, glaube ich, das letzte Opening, also das letzte vor dem letzten, also das vorletzte Opening, war ja ein Code of the Duelist Opening, glaube ich. Ist jetzt nicht so besonders, war halt mal was Nettes für nebenbei oder Secrets of Eternity habe ich auch mal geöffnet. Aber halt auch so Sachen wie zweimal The Shining Darkness, First und Deutsch, ne? Mega cool. Aber ich habe jetzt auch letztens zum Beispiel die Rarity Collection 3 Premium Gold Edition geöffnet. Das Video hat binnen kürzester Zeit 600 Aufrufe gehabt, ging weg wie geschnitten Brot. Ist natürlich was Besonderes. Zum einen, da es ein brandneues Set im OCG ist, das erstmal sauteuer ist, das ist ungefähr 70 Euro pro Display, 60, 70 Euro, je nachdem, wo man es herbekommt. Und es wurde eine neue Rarität eingeführt, was sehr Besonderes ist. Es gibt wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum kaum einen, wenn nicht überhaupt gar keinen, der dieses Display bisher aufgemacht hat. Und ich bin dementsprechend mal wieder der Erste. So, das heißt, mit diesem Video sind wir natürlich oder haben wir natürlich wieder einen ersten Schritt gemacht in Richtung so, wie es halt früher war. Und das ist auch wirklich gut angekommen. Auch die Interaktion in den Kommentaren war bombastisch. Also das sind über 20 Kommentare und wer sich mal die Kommentare in meinen Videos anguckt, also wenn da mal 5 Kommentare dran sind, dann bin ich schon echt gut unterwegs, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber auch Openings sind halt einfach ein Nebenformat. Und mein Fokus, der liegt jetzt aktuell auf Mega-Openings und auf den Neuzugängen sowie auf den Sammelkarten-Checks. Es wird jetzt einige Änderungen geben und zu denen kommen wir jetzt. Das habe ich ungefähr 8 Minuten geredet und erstmal erläutert. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Kernthema. Und zwar möchte ich den Content wieder qualitativ, vor allen Dingen inhaltlich aufwerten. Ich bin technisch jetzt relativ gut aufgestellt, natürlich noch mit Luft nach oben. In den nächsten Jahren wird sich auch mit der Kamera noch was ändern. Ich werde erstens eine bessere kaufen und zweitens 2 Kameras, damit ich mal aus unterschiedlichen Perspektiven aufnehmen kann. Das Video vielleicht, wenn ich speziell nicht so ein Labervideo mache, vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher gestalten will, zumal ich nicht der Typ bin, der sich vor die Kamera setzt. Bin da ja ein bisschen scheu. Und aber das, wie gesagt, das ist jetzt noch Zukunftsmusik. Aber technisch bin ich aktuell recht gut aufgestellt, nur den Inhalt will ich jetzt natürlich verbessern. Und da habe ich auch direkt angefangen, und zwar werden die Neuzugänge umstrukturiert werden. Ich werde nicht mehr alles in die Neuzugänge packen, was ich einkaufe. Das heißt, von den aktuell geplanten 4 Folgen Neuzugänge wird es jetzt genau 2 Stück geben. Eine OCG und eine TCG Folge. Und ich werde es auch nicht mehr so machen. Also früher habe ich es ja so gemacht, ich habe zum Beispiel für 200 Euro was bei Erik eingekauft und dann habe ich diese 200 Euro Einkäufe bei Erik, habe ich dann auch so gebracht, habe ich ja geschrieben, Neuzugänge, 200 Euro Einkauf bei Erik, boah krass und so weiter und so fort. Das wird es jetzt so nicht mehr geben. Ich werde, wenn ich jetzt beispielsweise 5 Einkäufe habe, mir die besten Karten aus diesen 5 Einkäufen rauspicken und dann daraus eine Folge Neuzugänge drehen. Das heißt, eine Folge Neuzugänge, mein Deutsch. Ja, also eine Folge Neuzugänge wird dementsprechend aus mehreren Einkäufen bestehen, was natürlich quasi so eine Art Filter ist, wenn man so möchte, und dementsprechend den Content inhaltlich wieder wesentlich besser macht.
Zusätzlich dazu will ich die Neuzugänge auch mit ein bisschen mehr Informationen versehen, vielleicht zu den Sets, zu den Hintergründen der Karten, natürlich zum Wert. Den Wert habe ich ja sowieso immer genannt. Aufs Artwork bin ich auch immer eingegangen, das wird genauso bleiben. Aber vielleicht hier und da noch eine Info streuen, die vielleicht ganz nett to know ist, wenn man so möchte. Darüber hinaus werde ich weitere Formate einführen. Ihr wisst, ich arbeite immer noch an Epic Pictures. Ich habe das vor ungefähr einem Jahr angekündigt und ihr habt selten was davon gehört. Es gab da mal so ein kurzes Testvideo, aber es ist schlicht und ergreifend so, dass ich momentan immer noch nicht ganz zufrieden bin und es ist wirklich schwierig umzusetzen, verbraucht unglaublich viel Zeit und ich brauche auf jeden Fall einen Gimbal dafür und davor werde ich die Pilotfolge nicht drehen können. Jetzt kommen wir aber nochmal auf das Video zu sprechen, das ich hochgeladen habe. In den Kommentaren haben sich tatsächlich einige Leute gefunden, die da tatsächlich Vorschläge gebracht haben. Genau das, was ich eigentlich immer von euch möchte. Wenn ihr eine Idee habt, sagt doch einfach mal, was würdet ihr gerne sehen. Ein Abonnent hat zum Beispiel geschrieben, die Leute wissen auch selber nicht, was sie sehen wollen. Und gut, das kann natürlich auch sein, ich weiß es nicht. Aber wenn ihr mal eine Idee habt, dann lasst es mich doch einfach wissen. Und da hat der Eike, war es glaube ich, hat einen Vorschlag gebracht. Ich kann ihn jetzt wahrscheinlich inhaltlich nicht eins zu eins wiedergeben. Ich muss mir den Kommentar nochmal durchlesen. Aber im Prinzip geht es darum, dass ich die ganzen Sets vorstelle. So nach der Reihe, angefangen zum Beispiel mit LOB. Welche Karten gab es darin? Wie sind die Artworks? Welche gefallen mir am besten? Welche sind weniger gut? Welche waren damals spielbar? Und so weiter. Quasi eine Reise durch die Geschichte. Und das ist eine super Idee. Und zwar hatte ich im Prinzip schon mal mit irgendwas gespielt, so in der Richtung geschichtlich mal so ein bisschen was zu Yu-Gi-Oh! Zu machen. Aber ich wusste nie wirklich, was soll ich machen, wie soll ich das umsetzen. Und ich denke mal, das ist eine ganz gute Idee. Ich habe mir auch schon einen Namen dafür überlegt. Ich möchte das Ganze Yu-Gi-Oh! History nennen, angelehnt an ZDF History. Wer das kennt, ich denke mal, das wird eigentlich jeder kennen. Und eben weil wir hier durch die Geschichte von Yu-Gi-Oh! Gehen, durch die einzelnen Sets und das eben doch ein gewaltiges Stück Geschichte ist, vor allen Dingen bei den älteren Sets, aber ist auch bei den neueren, zum Beispiel Rising Rampage mit der Einführung der Starlight Rares, die ursprünglich keinen Namen hatten. Also es ist momentan passiert halt wieder sehr, sehr viel Geschichte, muss ich sagen, was das Yu-Gi-Oh!-mäßige angeht. Das ist ja wirklich lange auf der Strecke geblieben und Yu-Gi-Oh! So vor sich hingedümpelt. Ich weiß bisher nur eins, ich möchte zwei Pilotfolgen dazu drehen. Und im Prinzip will ich es so machen, dass ich eigentlich mit LOB anfange und diese Sets nach der Reihe durchgehe. Und zwar will ich das Ganze auch auftrennen in Hauptsets, Decks, Nebensets und so weiter und so fort. Das Ganze nach Erscheinungsdaten quasi sortieren und mich dann eben damit beschäftigen. Anfangen will ich auch am liebsten eher mit dem, was so im deutschen Raum rausgekommen ist. Vielleicht will ich auch noch so ein paar Nebenvideos machen, die ich dann mal zwischen reinsetze, was halt zum Beispiel US-exklusive Produkte oder so angeht. Und das Ganze will ich später, dann, wenn wir das TCG abgehakt haben, was ja Jahre dauern wird, vielleicht auch mit dem OCG machen. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik. Was ich jetzt hier gesagt habe, ist auch nicht verbindlich. Also wie ich es letztendlich umsetze, wird sich zeigen. Aber ich möchte auf jeden Fall zwei Pilotvideos machen und zwar mit kleinen Sets. Ich habe mir dafür das McDonald's Pack 1 und McDonald's Pack 2 rausgesucht. Denn zum einen muss ich mir da nicht alles zusammensortieren. Ich weiß, wo das Zeug ist. Ich habe es gleich parat. Und es ist ein kleiner Kartenpool und ich kann gucken, wie kommt das bei euch an. Dann ist natürlich wichtig, wie ist die Interaktion, wie sind die Aufrufzahlen. Like-Dislike-Rate, ich meine, die Dislikes halten sich ja generell in Grenzen, egal was für ein Video ich mache eigentlich. Dann werde ich dazu letztendlich auch nochmal eine Umfrage starten und ihr werdet dann entscheiden, ob ihr das auch dann wirklich sehen wollt, natürlich nach den Pilotfolgen. Auch mit den Commented Collections wird es weitergehen, da habe ich auch noch ein bisschen was in der Rückhand, ein sehr kurzes Video, es wird auch nochmal ein Erklärungsvideo dazu geben, wie man das denn machen kann, wie man da mitmachen kann, weil ich finde es immer cool, andere Sammlungen zu sehen und warum sollte ich sie nicht über meinen Kanal vorstellen, ist doch eigentlich eine ganz nette Sache, gibt es glaube ich auch noch nicht so wirklich in Deutschland oder im Allgemeinen auf YouTube. Das ist im Prinzip aktuell so der Gedanke, den ich habe. Mega Openings wird es jetzt in nächster Zeit, wenn dann nur kleinere geben, auch nur wenn sie qualitativ hochwertig sind. Bezüglich der Spenden-Openings. Ich habe eine Umfrage geschalten. Ihr könnt dort immer noch abstimmen. Es ist momentan recht knapp. Ich habe ja zwei Optionen offen gelassen. Einmal die Option, ein langes Video einmal im Monat zu machen oder maximal zwei gespendete Mega-Openings im Monat. Die meisten sind tatsächlich dafür, dass ich ein langes Video mache. 54% sind es aktuell, glaube ich. Der Rest will eben, dass ich zwei Videos daraus mache und die halt einfach zweimal im Monat quasi
präsentiere. Es ist also wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen aktuell. Ihr könnt noch abstimmen, aber sobald ich halt über eine Woche oder zwei merke, es kommen keine Stimmen mehr dazu, wird das Ganze abgeschlossen und es wird halt einfach das umgesetzt, was die Mehrheit will. Das tut mir dann natürlich leid für diejenigen, was auch ein großer Teil ist, die halt was anderes gewollt haben, aber ich hoffe, ihr könnt verstehen, dass ich es halt einfach nicht jedem recht machen kann und mich dann daran halten muss, nach dem Prinzip der Demokratie sozusagen, was die Mehrheit einfach sehen möchte. Ich persönlich bin tatsächlich auch eher der Freund von zweimal im Monat statt einem langen Video. Aber wenn die Mehrheit das so möchte, mit dem langen Video mache ich natürlich das lange Video, habe ich auch keinen Schmerz mit. Aber dann will ich nichts hören von dem, das Video geht ja 3 Stunden. Also, das müsst ihr wissen. Wie bereits gesagt, Community-Funktion, ihr könnt noch abstimmen. Aktuell haben wir, glaube ich, 130 Stimmen, da geht noch was. Und genau das wollte ich dann auch nochmal angesprochen haben. Ich denke mal, das soll es erstmal gewesen sein. Wir sehen uns dann zu einem weiteren Kanal-Update, wann auch immer der sein mag. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.